Hallo ihr Lieben, ich habe mir gedacht, so zum Start, zum Wochenende, was passt da besser als ein bisschen Shopping-Haul? Ich habe nämlich die ganze Woche, beziehungsweise eigentlich letztes Wochenende, fleißig geshoppt. Ich hatte nämlich ein paar Gutscheine noch zu verbrauchen, unter anderem nämlich von EMP. In meinem Brotshop habe ich nämlich so ein Portal und irgendwie war dieses Mal, diesen Monat EMP mit dabei. Und da ich sowieso auf so ein paar Artikel schon mein Auge geworfen hatte, habe ich mir natürlich nicht die 15% entgehen lassen. Ihr wisst, ich bin Mama, ich muss jetzt darauf achten, dass ich nicht so viel für mich kaufe, sondern auch was fürs Kind. Und eigentlich wird mein Kind sehr gut zu bombardiert. Also ich kaufe wirklich sehr oft was für das Kind. Aber heute ging es nur um mich. Beziehungsweise bei dieser Bestellung ging es nur um mich. Und ich möchte mit euch eine kleine Modenschau machen. Ich zeige euch jetzt nach und nach, was ich gekauft habe. Dann zeige ich euch, wie es an mir aussieht und wie der Schnitt ist. Das war nämlich bei meinem letzten Video, als ich auch schon mal so ein Kleiderhaul gemacht habe. Spoiler-Alarm, sind auch Kleider drin. Da hieß es dann nämlich auch, ja, kannst du mal zeigen, wie es an dir aussieht, weil einfach nicht jedes M ist gleich M, nicht jedes L ist L, nicht jedes S ist S. Ich habe hier auch wirklich kunterbunte Größen drin, weil ich darunter unter der Artikelbeschreibung immer gelesen habe, fällt klein aus, fällt groß aus. Ich lasse mich jetzt mal überraschen, also ich kann jetzt mal vorab sagen, ich trage normalerweise eine Kleidergröße M und ich sage euch dann natürlich auch, was das Teil für eine Größe hat und dann könnt ihr selbst für euch entscheiden, ob ihr die gleiche Größe nehmt, ob ihr eine Nummer größer nehmt, je nach eurer Figur. Ich würde sagen, ich höre jetzt auf lang zu sabbeln und ich zeige euch jetzt erstmal, was ich Schönes geshoppt habe. Fangen wir doch vielleicht erstmal mit den Nicht-Textilien an, bevor ich hier anfange, mich zu strippen. Ich habe mir zwei Funkos mitbestellt und das wäre einmal ein Special Edition Funko, den ich unbedingt haben wollte und den es auch nur, glaube ich, bei EMP gibt. Nein, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Nein, er ist flockt, deshalb, das ist der zweite Sticker. Das ist Sora von Kingdom Hearts und zwar in der Monster Edition. Ich packe ihn auch gleich nochmal aus. Ich hoffe, ihr seht's. Ja, das ist übrigens die Reihe, die noch dabei ist. Also da gibt es einen Sora mit seinem Schlüsselschwert. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Dann gibt es einen Herzlosen. Dann gibt es das Monster Sora, Monster Goofy und Monster Donald. Die zwei gefallen mir jetzt nicht so gut. Einen Sora mit Schlüsselschwert habe ich schon. Aber so ein Herzloser, das ist jetzt ein herzloser Soldat, den hätte ich super gerne noch. Und dann halt einfach noch einen Herzlosen ohne. Flock bedeutet übrigens in diesem Fall, dass da so eine richtige Samtschicht, Flockung einfach drauf ist. Ich zeige es euch gleich mal noch in groß. Das wäre jetzt zum ersten Mal der Sora. Monster Sora. Also er trägt auch eine Weste, die gleiche, die Sora halt auch im Spiel trägt. Und das ist so richtig, richtig schön. Ich kann es nicht anders sagen. Es steckt so viel Liebe in diesen Funkos. Das ist unfassbar. Dann habe ich mir tatsächlich meinen allerersten Harry Potter gekauft. Ich meine, ich bin mit dem Zauberkünstler groß geworden. Eigentlich ist es ein Unding, dass ich bisher noch keinen Harry gekauft habe. Aber jetzt habe ich ihn mit Hedwig. Und die Leute, die mir bei Instagram folgen, wissen auch, dass ich mir letztens noch eine Hedwig gekauft habe und mich ein bisschen verkauft habe. Und die Hedwig ist ungefähr so groß wie mein Kind. Mein Kind ist 14 Monate. Also ich habe jetzt quasi drei Kinder. Meine Tochter, mein Hund und Hedwig. Auf jeden Fall ist das hier die Kollektion. Also mit Harry. Es sind anscheinend zwei Harrys drin. Ah, da hat er die Kugel in der Hand und seinen Zauberstab. Dann haben wir einmal Fred. Ich muss mal gucken, welcher Zwilling es ist. Tut mir leid, ich erkenne es einfach nicht. Wenn ihr wisst, wie man die zwei auseinanderhält, dann sagt das mir gerne. Hier ist
George. So. Dann Bellatrix Lestrange. Dann haben wir noch Lucius Malfoy, Dolores Umbridge, Mad-Eye Moody und natürlich meine Favorite McGonagall. Die hätte ich auch noch super gern. Wobei ich eigentlich auch Lestrange gerne hätte. Irgendwie finde ich die witzig, keine Ahnung. Ich zeige ihn euch jetzt auch gleich noch in nah ausgepackt. Man sieht auch schön das Gryffindor-Logo auf dem Umhang. Die Farben vom Schal sind in Gryffindor. Die Brille ist einfach super fein gearbeitet. Ich finde es einfach wunderschön. Herzlich willkommen in der Familie, kleiner Harry. Das wäre jetzt das erste T-Shirt. Ich finde es super schön mit Rundhals. Ich bin ein großer Fan von Rundhals-Shirts und auch von weiteren Ausschnitten. Also nicht diese hohen Rundhals-Shirts, sondern diese ein bisschen lockeren. Ich finde, die sitzen einfach besser. Man sieht es auch, wenn man noch eine Kette anhat. Das ist übrigens meine Kette für Maler. Nur für den, der es interessiert. Und natürlich Ursula. Wie einige von euch schon wissen, ist Ursula einer meiner liebsten Disney-Villains oder eigentlich der liebste Disney-Villain, weil ich sie einfach so witzig finde. Und hier mit rotem Lippenstift, was ich richtig cool finde, so als kleinen Farbakzent. Dann What's up, Witches? Ich habe es gesehen, ich muss es kaufen. Ich habe es jetzt in XL gekauft. Also wie gesagt, ich habe normalerweise Größe M. Und es fällt sehr, sehr klein aus. Also wenn ihr es euch kaufen wollt, kauft es euch eine Nummer kleiner. Ich zeige euch jetzt nochmal die Prinz in Nahaufnahme. Ja, wie gesagt, hier seht ihr den lustigen Spruch. Ich musste ihn unbedingt haben. Ich fand es mega witzig, weil ich selbst ganz oft What's up, Bitches sag. Und eben den roten Mund als Print. Mit Ursula geht es auch gleich weiter. Also ich muss ein Stück nach hinten gehen. Ich habe meine Hose noch an. Es ist ein sehr, sehr langes Top. Also ich würde es jetzt nicht ohne Hose anziehen, vielleicht eine schöne Jeans-Shorts oder sowas drunter oder einfach eine schwarze Leggings, weil es auch über den Po nur so halb geht. Also ich würde auf jeden Fall was drunter ziehen. Ja, Ursula, natürlich ein Muss für mich. Ich finde es jetzt für mich ein bisschen groß. Es könnte ein Ticken enger sein, hier so ein bisschen, hier enger, dann fällt es ja auch nicht so breit. Muss mal gucken, vielleicht kaufe ich es mir einfach eine Nummer kleiner. Aber falls ihr es nicht erkannt habt, das ist eine Anspielung auf Riverdale. Also es soll ein Riverdale-Disney-Mix sein. Gehe ich jetzt mal einfach davon aus. Ich zeige euch den Print natürlich auch nochmal in nah. Wie gesagt, hier nochmal die Nahaufnahme. Ich finde es super schön, dass die Träger in der Farbe der Schrift gehalten sind. Ursula natürlich mega witzig. Und dann noch ihre beiden Haustiere auch noch mit drauf. Ich finde den Print einfach nur genial. Last but not least, das letzte Teil. Also ich finde, es ist mal wieder ein bisschen durchsichtig, genau wie das erste. Ich finde die Größe für mich jetzt auch ein bisschen zu eng. Es gab es aber nur noch in M, deshalb wollte ich einfach mal gucken, ob es passt. Aber ja, der Babybauch ist noch nicht ganz weg, von daher ist es ein bisschen eng für mich. Aber was ich super schön an dem Shirt finde, außer dass Dora drauf ist, es ist nämlich ein Shirt, wenn du damit, ja, schlägt total Falten, das muss zurück. Wenn du damit in die Sonne gehst, wird alles, was so um Dora rum ist, sich verfärben. Ich glaube so in Richtung Grün, wenn ich es noch richtig weiß. Und deshalb habe ich es eigentlich auch gekauft. Also ich finde es super schön. Ich zeige es euch jetzt auch nochmal in nah. Ihr Lieben, das war's schon wieder mit dem EMP Haul. Ihr dürft mir gerne mal unten in den Kommentaren erzählen, ob ihr vielleicht auch einen der Artikel selbst zu Hause habt. Welcher davon euer Favorit war, würde mich natürlich auch super interessieren, weil ich es immer super witzig finde, auch wenn manche Frauen das blöd finden, aber ich finde es immer super witzig, wenn jemand auf der Straße das gleiche Oberteil oder das gleiche Shirt, das gleiche Kleid etc. anhat wie ich, weil ich mir dann einfach denke, ja, die hat einen sehr guten Geschmack. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch ein wunderschönes Restwochenende. Bei uns hier im Saarland ist es ein bisschen verregnet.
Ich schaue jetzt einfach mal, was wir mit der Kleinen machen können. Ansonsten wird es wahrscheinlich relativ ruhig. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!